Hallo meine lieben Freundinnen und herzlich willkommen zu Projekt Eden. Heute muss ich jetzt erstmal zuallererst unser Jacaranda-Holz hier missbrauchen für eine Truhe. So, und dann folgendes. Werdet jetzt nicht glauben, aber das hier, das kann hier rein, bla bla bla. Ich hab's in der letzten Folge schon gesagt. Gucken, kriege ich das hier rein? Nein, das muss hier auch mit rein. So, ich hab's ja in der letzten Folge schon irgendwie gesagt. Und das ist jetzt immer noch der Fall. Wir werden meinen gehen. Außerdem habe ich irgendwie ein Seitenstechen in meinen Bauchbereich. Aua. Wieso nur? Das tut ja weh. Das tut ja weh. Das tut ja weh. So, zwei Flintschimmer. Wir brauchen drei. Mal überlegen. Ja, wir brauchen drei. So. Dann reparieren wir erstmal schon mal die Spitzhacke, auch wenn die noch nicht ganz kaputt ist. Dann den Hammer. Und nochmal den Hammer. MC Hammer. Ja. Viel macht die Eisenspitzhacke nicht mehr, ne? Theoretisch müsste man sagen, hier, gib mal her. Ah ne, warte mal. Wir haben noch eine Stahlspitzhacke. Vielleicht bringt die das ja. Bringt's die ja irgendwie so. Dann einmal runter hier in unsere ewige Mine. Und dann werden wir mal meinen. Und zwar vernünftig. Pass mal auf, das wird cool. Das wird richtig cool. Zuerst müssen wir aber erstmal runterkommen. Und das schafft man schon nicht immer. So, dann würde ich einfach sagen, wir würden hier beispielsweise. Da das 3 breit ist, müsste eine. Ach, weißt du was, machen wir das hier so und dann passt das schon, ja. So. Dann bauen wir uns mal runter. Aber jetzt stößt man sich den Kopf, ne? Muss man einen höher machen. So. Jetzt ist es richtig. So, damit wir nämlich irgendwie mal runterkommen. Das wird nämlich Zeit. Noch sind wir in Höhe 60, das ist zu hoch. Aber wenn wir uns beeilen, dürfen wir das eigentlich locker nach unten schaffen. Und dann, meine lieben Freunde, ja, dann geht das ab. Kannst aber wissen. Kupfer lasse ich absichtlich hier hin und wieder mal liegen. Deswegen also nicht wundern. Ich meine, gut, noch haben wir es nötig, aber mich juckt das gerade relativ wenig. Wir brauchen jetzt Redstone. Wenn wir Dias finden, wäre das auch recht dufte. Man weiß ja nie, ne? Aber in erster Priorität wäre jetzt Redstone und vielleicht auch noch Gold. Gut, und Zetus Quarz ist auch immer sehr schön. Zetus Quarz ist richtig schön. Was haben wir hier? Damit man mich nicht mehr auslacht hier. Cinema. Kann ich, warte, chisel mal weg hier, der die Eisenspitzhacke. Zinnobererz. So. Hier hätten wir eine Höhle. Fragt sich nur, ob ich die erkunden will. Eigentlich nicht. Ich möchte jetzt in die richtige Höhe. Kann ja sein, dass die Höhle uns richtig führt, aber da habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Dann halten wir uns nachher wieder zu lange auf. Und ihr wisst ja, wie das ist. Ihr wisst ja, wie das ist. So. Kupfer kriegen wir hier einfach so. Ich brauche da nicht mal irgendwie nachsuchen. Wir kriegen das einfach so beim Runterbauen. Weil es hier einfach so viel Kupfer gibt. Ich wollte nur schon mal sagen, dass ich in diesem Update hier, weil ich zock das ja nur so gerade zum Testen schon mal, bevor ich das, also ich mache aber so einen kleinen Testrun, bevor ich das dann veröffentliche. Und verdammt, das war schon die Flint. Das wäre schön, die Flint. Okay, aufgepasst. Blöd, dass man dann immer 4 kriegt, ne? Mir hätte einer jetzt gereicht. Jetzt haben wir 4 Blank Patterns. Nur für so eine blöde Toolstation hier. So, Toolstation und dann brauchen wir Keys. Nein! Brauchen wir Keys? Ah, das geht ja wieder nicht. Dann müssen wir mal eben ganz kurz Dings kriegen. Ja, bevor wir keine Schmelze haben.
Können wir uns auch nicht mal irgendwie ein vernünftiges Werkzeug machen? So, pass mal auf hier, so. Könnte sich vielleicht was aus Edelstein bauen, wenn ich mich nicht irre. Aber was soll der Crap? Ich meine, da mal lieber vernünftig mal ein Alumite oder so, ich habe keine Ahnung. Wobei Alumite vielleicht schon sogar etwas krass ist. Vielleicht auch einfach erstmal Eisen. Das ist auch nicht schlecht, auch wenn die Leute sagen, aber für den Übergang ist Eisen schon immer ganz gut. Also es ist zumindest besser als Flint. So, was haben wir da denn? Da haben wir Monster ohne Ende. Was ist denn das für ein Erz? Das wüsste ich jetzt mal richtig gerne. Unterbauen muss ich mich hier sowieso. So, das Eisen kommt natürlich mit, oder der Eisen hier. So. Und dann baue ich mal Folgendes. So. Malachit von Biomes Oplenty. Also eine Art Edelstein, den wir nicht abbauen können. Der sieht cool aus. Tatsächlich. Das ist ja lol. So, jetzt geht's erstmal nach unten hier. Und wir kriegen Besuch. So, ein Rotz. Ich hasse Besuch. Und der Besuch haut uns ja auch noch vom Teller, ey. Zu Stress, was? Was ist das denn für ein Gebräu? Ein Eimer, ja. Ach, Gift. Hier ist einfach Gift. Glaubst du das? Gift. Ist hier ekelhaft. So. Also komm, den können wir auch nochmal mitnehmen. So, da ist uns die Spitzhacke nämlich eben mal eben flöten gegangen. Schflöten. So, wir sind ja eh schon in Höhe 19, sehe ich gerade. Da sind wir ja gleich richtig. Guck mal, hier Aluminium gibt's auch. Achso, jetzt ist hier wieder Galacticraft. Stimmt, das wollte ich noch sagen. Ich werde Kupfer und Zinn von der Galacticraft wahrscheinlich deaktivieren. Da wir ja sowieso schon viel zu viel Kupfer und Zinn finden hier in einem allgemeinen Modpack, dachte ich mir, komm, da kannst du auch mal eine Mod-Variante entfernen. Und das wird in dem Fall dann, ja, das wird in dem Fall dann Galacticraft sein. Weil das einfach irgendwie so ein Möchtegern-Erz ist. So. Ach, Gold können wir damit nicht abbauen, ist ja interessant. Und einsammeln können wir das auch nicht. Was werfe ich denn mal weg? 5 Dreck? Ja. Hey! So. Und dann sind wir richtig. In Höhe 11. So, Hammer haben wir. Nehmen wir mal den Hammer jetzt hier. So, ah nein, 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 nicht schon wieder Poison. Ist das dein Ernst? Ich baue mich hier ein Stückchen und wir finden einfach direkt Poison. Was sind das für eine Vergewaltigung hier einfach? Ich glaub's nicht. Das ist ja gemeingefährlich hier. Mann, 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 Mann. So, Redstone. Müssen wir wieder irgendwas wegwerfen. Ich weiß noch nicht was. Doch, ich weiß schon was. Hier, komm. So. Und Gold können wir auch schon mal mitnehmen hier. Das werden wir ja brauchen. Also jetzt noch nicht so krass, aber wir werden es dann später im Verlauf brauchen. So. Weißt du was, dann bauen wir uns mal hier durch. Wie schön der Hammer auch nichts mitkriegt, weil es einfach nur so ein Basic-Hammer ist. Der nichts kann. So, dann hol ich jetzt mal das Eisen. Redstone vor allem.
Redstone ist wichtig für unsere Bedürfnisse der Zeit. Das Aluminium, da habe ich gesehen und es ignoriert. So. Bauen wir ruhig alles dann immer zu, was uns hier auf dem Senkel geht. Oh, guck mal hier. Dense Redstone. Was wir nicht mal mitnehmen können, weil wir schon voll sind. Was werfe ich jetzt weg? Cobblestones. So, und ab geht's nach oben erstmal. Mal schön gucken hier, dass uns hier keiner auf den Sack geht. So. Kann sein, dass der uns jetzt folgt hier. Kommt er hoch? Nö. Okay. So, da haben wir doch schon mal das Wichtigste im Kasten, ne? Das ist doch schon mal super. Finde ich persönlich, weil das ist erstmal das, was wir alles so brauchen. Für den jetzigen Moment. Wir haben Redstone, wir haben Gold. Wir haben ein paar Edelsteine abgegriffen, bisschen Eisen, Kupfer ohne Ende. Was willst du mehr, ne? Was willst du mehr? Aluminium haben wir auch schon mal. Wenn man jetzt noch irgendwie Obsidian hätte, müsste man dann vielleicht eine Maschine für bauen oder so, dass wir Obsidian herstellen können. Dann könnte man ja doch Alumite mal machen. Oder halt Stahl. Stahl dürfte auch gehen. So, aber allerdings brauchen wir noch Glas. Das, was mit Mechanism da soll, das weiß ich auch nicht, weil die 9.2, die gibt's nicht für die 1.7.10. Zumindest nicht auf Curse. Das verwundert einen voll. Wenn ich auf der richtigen Seite bin, dann kommt da nur Curse. Nur 9.1. Das ist irreführend. So, wir müssen jetzt mal irgendwie Ordnung finden hier. Wir müssen jetzt mal Ordnung finden. Das geht so nicht weiter. Das geht so einfach nicht weiter. Folgendes werden wir tun. Folgendes werden wir tun. Ich werde jetzt... Ich werde jetzt eine Crafting Box craften. Die mache ich zum Crafting Table und den stelle ich hier hin. So, dann hole ich mir Holz. Das reicht noch nicht. So. Dann habe ich jetzt einmal diese Truhe hier. Da kommt jetzt rein das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Die Kohle behalten war. So, folgendermaßen. Dann mache ich das hier. Und das kommt später da unten hin. Aber zunächst erstmal einfach hier hin. So, da kommen jetzt Erze, 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 alles an Erzen. So, dann wieder nach oben. Erz, 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 Erz. 20 Seared Bricks, Erz, 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 Erz. So, weiter geht's. Alle Erze hier wieder rein. Völlig wurscht, in was für eine Anreihung. So. Dann, als nächstes, folgendermaßen. Wir nehmen uns das, wir nehmen uns das, 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 auch das hier und das und nee. Nee, aber das hier. So, das nehmen wir alles mal mit hier. Achso, und einen Ofen wäre schön. Am besten irgendeiner, wo noch nichts drin war. Hier, den hier nehmen wir mal mit. So. Komm mal mit hier mit mir. Du oller Ofen. Den stellen wir uns jetzt gleich mal hier irgendwie so hin. Wie wäre es mit hier oben so? So als Hängeofen. Dann kommt hier das, 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 das und das. So. Erste Sache, die wir tun werden, das hier. Das. Dann, verdammt, ich habe die Cobblestones vergessen. Das ist ärgerlich. Wie kann man nur Cobblestones vergessen? Also einmal nochmal hoch.
ein Stack Cobblestones. Und dann werden wir hier weiterbauen. So, pass mal auf hier. Das. Haben wir einen Pisten. Was braucht man noch? Cobblestones, Eisen, Redstone. Und noch einen Ofen. So, dann war das Eisen, Pisten, Redstone und Cobblestones. Ein Survivalist Generator. So, das nächste wäre jetzt ein Pulverizer. Den brauchen wir jetzt dringend. Zwar hatten wir eine Umfrage, wo rauskam, wir fangen eher mit Mechanism an, aber ganz ehrlich, ich muss jetzt mal schnell gehen hier. Basic. Machen wir Basic. Ein Zinnzahnrad ist einfach. Also ein Zinnzahnrad. Können wir noch nicht machen. Wir haben hier kein Zinn. Gut, also folgendes. Quatsch. Sind wir hier drin richtig? Ich habe hier alles runtergeholt. Folgendes, wir nehmen uns ruhig mal 8 Zinn hier und zermürben die mal eben ganz kurz zu Zinn. Barren. Wäre das passiert, kann man ja schon mal folgendes tun hier. Warte, richtige Spitzhacke nehmen hier erstmal. Und dann müssten wir vor allem hier das hier wegsemmeln. So. Damit das schon mal nach etwas aussieht. Zumindest halbwegs. Kommt das hier weg. Kommt das hier weg. Und das hier. Und auch das hier. Und hier den ganzen Rest. Und da hätten wir hier zumindest schon mal Platz. Oh, da ist uns die Schaufel kaputt gegangen. So, da hätten wir, wie gesagt, hier schon mal Platz. Da könnte man beispielsweise sagen, solange hier noch der Zinn brät, lassen wir den ruhig mal zu Ende braten. Machen wir zum Beispiel das hier. Das wäre ein Smeltery Controller. Ja, ein Smeltery Controller. Smeltery Tank kann ich noch nicht machen. Da fehlt uns Glas. Allerdings könnte man zum Beispiel schon mal, einmal so einen normalen Seared Bricks. Und dann könnte man vielleicht ja schon mal, wobei, das macht keinen Sinn. Gute Frage eigentlich, ne? Ach, weißt du was? Komm, hier. Dann könnte man nämlich sagen, weil wir das 5x5 machen, wäre das nämlich genau hier. Hätte man hier den Controller, hier würde ich den Tank hinmachen, hier eine Drain. So, hier ein Block, hier wäre auch eine Drain. Ja, ungefähr so. So, dann waren wir nämlich nicht untätig, während der Zinn fertig geworden ist. So, ich muss mal nachdenken, das wird, ich hoffe, nicht zu lang hier die Folge. Machen das mal eben schnell fertig. Verdammt, Eisen müssen wir auch schon mal schmelzen wieder. Machen wir das schon mal in Ruhe. Eisen schmelzen hier. Und, ach, weißt du was? Brauche ich mal noch einen Ofen. Den stellen wir uns dann, weiß ich nicht, hier so hin? Sieht das blöd aus? Ich weiß auch nicht. So, hier. Halt! Verdammt! Was ist denn da mit mir durchgegangen? So, und in der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns. Ciao! Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da.